Mary Quant, 93, die Erfinderin Minirox ist gestorben. Trauer um die Erfinderin des Minirox? Die britische Modedesignerin Mary Quant ist im Alter von 93 Jahren verstorben. Das meldete die Nachrichtenagentur APA unter Berufung auf ein Statement der Familie. Die Britin löste in den 1960er Jahren mit ihren Entwürfen eine regelrechte Moderevolution aus. Wie kaum ein anderes Kleidungsstück hat der Minirock eine ganze Generation so stark geprägt. Der kurze Rock steht symbolisch für die Swinging Sixties, Freiheit und Selbstbestimmung. Mit gerade mal 21 Jahren eröffnete Mary Quant im Londoner Szeneviertel Chelsea ihre erste Modeboutique. Die Lehrerstochter stellte schon bald fest, dass ihr bei der gängigen Mode von damals das gewisse Etwas fehlte und niemand die Art von Kleidung herstellte, die ihr vorschwebte. Sie begann selbst zu nähen, wandelte gängige Schnittmuster ab und setzte dabei auf außergewöhnliche Stoffe von Londons Luxuskaufhaus Harrods. Mit immer kürzeren Rocklängen setzte sie für damalige Verhältnisse mutige Modestatements. Die zierliche Designerin mit der charakteristischen Helmfrisur ließ die Rocklänge weit über die kritische Knielänge wandern und entwarf die erste Mini-Kollektion. Benannt nach ihrem Lieblingsauto. Das Stückchen Stoff traf den Nerv einer ganzen Generation. Seither ist der Mini-Rock nicht mehr aus der Mode wegzudenken. Mary Quant wird als seine berühmte Erfinderin wohl ebenfalls unvergessen bleiben. Verwendete Quelle: PAR Media.